Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute weiterhin. Albumreaktion ist am Start. Kurdo mit Miserabel, Leute. Ihr wolltet es, ihr habt es in die Kommentare geballert und geballert. Macht eine Albumreaktion. Das ist aber schon der zweite Teil. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, was ist los mit euch? Checkt erstmal den ersten Teil ab, bevor ihr hier seid. Denn wir haben auf Walla Bella reagiert, auf Mondlicht reagiert, auf Simsalabim reagiert. Wir machen weiter mit Hayati, Musik und Vegas. Das sind die letzten drei Songs. Ich denke mal, dass ich die heute auch in der Reaction machen werde. Das wird dann ein längeres Video und am Ende des Videos machen wir dann ein Fazit zum Album. Ein Albumfazit. Fazit zum Album, richtig. So, damit ihr Bescheid wisst, wir gehen jetzt erstmal rein in Hayati. Schreibt mir weitere Vorschläge gerne rein. Checkt auch ab, auf was wir schon alles reagiert haben. Die ganzen Musikvideo-Reactions, Kurdo, Awimbawe und alles dies und das. Das ist alles schon online. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und für alle, die neu sind und das erste Mal ein Video von mir sehen, warum abonniert ihr nicht? Abonniert, wenn ihr Bock drauf habt, so. Okay. Mir war schon klar, dass das in eine tiefe Richtung gehen wird. Am Ende, du weißt gar nicht, Kurdo macht so einen beweglichen Beat jetzt gleich hier rein. Nee, aber am Titel könnte man das schon so ein bisschen, ja, herausfiltern, Digga. Nur damit ihr Bescheid wisst. Perfekt, ne? Okay, weiter geht's. Bin alleine, schau auf alte Bilder. Lösch den Text, den ich grad getippt hab. Sitze auf dem Dach, zünd ne Kippe an, langsam schmeckt es alt. Okay, es ist ein deeper Song. Ja, es ist ein deeper Song. Hayati. Ja, ich denke mal, ne, dass das deeper Love Song so sein wird. Deeper Love Song, den wir hier gerade serviert bekommen. Mal gucken, mal gucken. Kann Kurdo aber gut, sowas. Kippe an, langsam schmeckt es Alkohol. Singe letztes Mal nur für dich mit tiefer Stimme bei Halbmond. Ich warte, vergiftet von der Straße. Die Liebe trägt Narben, wie kann dein Herz noch schlagen? Nebenbei Halbmond, darauf habe ich auch reagiert. Nostalgie Reactions vor 2-3 Tagen online, könnt ihr auch gerne abchecken. Digga, Halbmond, das kam 2015 Januar raus, ne? 7 Jahre ist es her. 7 Jahre ist es her. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo wir das alle gerappt haben, gesungen haben. Junge, wie alt war ich da? Man ist wirklich mit Kurdo aufgewachsen. Sag kein Ende, denn es hat so schön angefangen. Dreh die Zeit nicht zurück, aber bitte halt sie an. Hyänen in Höhlen, am Himmel keine Vögel. Dreh die Zeit bitte nicht zurück, aber halt sie an. Das ist auch mal eine gute Line. Weil jeder sagt, dreh die Zeit, kann die Zeit nicht zurückdrehen, kann die Zeit nicht zurückdrehen. Er sagt, dreh die Zeit nicht zurück, aber halt sie wenigstens an. Mal ein bisschen weiter gedacht, Digga. Nicht mal so eine klassische Line, sondern ein bisschen weiter gedacht hier. Ist aber auch echt gruselig, Leute, wie krass die Zeit gerade vergeht, oder? Findet ihr nicht auch? Wie schnell, Digga. Hammerhart. Stadt kann nicht schlafen, denn im Dschungel weint ein Löwe. Bitte frag dich, für wen ich diese Zeile schrie. Denn ich trag ne Wunde bis zum Tod, die keiner sieht. Wer kennt dich? Okay. Ja, ich sag euch so ganz ehrlich, mein Lieblings-Deeper-Song von Kurdo ist nicht Halbmond, also Love-Song. Es ist ein Song, den ich sehr, sehr gerne höre, gehört habe. Aber ich finde, Rendezvous ist nochmal einen Ticken stärker, meiner Meinung nach. Strafe der Liebe, in einer Stadt voller Diebe, die mit dem Feuer spielen. Wer führt dein Leben ohne Fehler, hat mich verletzt an eine... Niemand. Niemand hat mich verletzt, was? Okay, nächste Line, gehe ich nochmal ein Stück zurück. Da kommen jetzt aber auch die deepen Lines von Kurdo rausgeballert, ne? Da kommen aber auch die deepen Lines jetzt gerade. Mich würde auch mal gerne interessieren, Leute, wenn... Schreibt mir, macht mal hier kurz Pause und schreibt mir mal euren Favorite Song oder eure Top 3 von dem Album mal rein. Welchen Song feiert ihr am meisten? Würde mich mal gerne interessieren. Hab mich verletzt an eine Rose aus dem Garten der Favelas. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Okay. Okay. Hab mich verletzt, die Rosen und aus dem Garten der Favelas, das war auch eine, das war, die Line hat echt, Aussage. Diese Line hat Aussage gehabt. Schöne Line gewesen. Jetzt kommt er in die Hook, ne? Jetzt kommt er in die Hook. Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Okay. Das war die Pre-Hook, oder? Weil das muss die Pre-Hook gewesen sein. Weil die Drums sind noch nicht da.
Das muss die Pre-Hook gewesen sein. Jetzt kommt die Hook. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Okay, er sagt die ganze Zeit bye bye Hayati. Ich bin nicht so Fan von Hooks, wo nur immer die gleiche Wiederholung kommt, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es hier finde. Ich weiß es noch nicht. Okay. Lass mich mal weiterhören, lass mich mal weiterhören. Geh nochmal einen Ticken zurück hier. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Schenk mir nur noch ein. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. So hätte es vielleicht ein bisschen besser gefunden. Das wäre auch geil, wenn, wenn er hier bei dieser Hook einen Sänger genommen hätte. Okay, welchen Sänger holst du, der nur das gleiche sagt? Gibt auf jeden Fall Leute mit einer geilen Stimme dann. Hier so eine Sängerstimme hätte, glaube ich, richtig gut gepasst. In der Hook. Eine Nacht, in der du mich betrügst, sodass ich morgens aufstehen kann und nichts mehr fühl. Oh, Dunja, ich hasse deine Nächte. Oh, Dunja, wie kommt... Oh, Dunja. Ich mag das gerade. Ich mag es gerade. Also jetzt auch den Einstieg in den zweiten Part. So, oh Dunja. Und dann rappt er wieder mit seiner tiefen Stimme weiter. Und dann wieder so, oh Dunja. So dieses Seufzen. So, ach, ich, ach, diese Welt. Ach, ne? Ich mag das gerade. Würdest du mich so verletzen? Ich würde gern so tun, als würde mein Herz nicht brennen. Doch Augen, die Tränen können nicht lügen vor einem Engel. Du hast geliebt wie... Okay. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, jetzt so die paar Songs. Hook, lass mich, ich muss die Hook noch ein zweites Mal hören. Da weiß ich noch nicht, Leute. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber beim zweiten Mal sage ich euch, ich brauche immer so einen zweiten Anlauf. Aber, Parts, die gehen klar. Die gehen auf jeden Fall klar. Du hast geliebt wie eine Löwin. Und falls es eine Lüge war, dann war es eine schöne. Ich weiß, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Vielleicht. Beat ist von? Habe ich das schon gesagt? Nee, ne? Zino Beats und Erdem, die haben auch, das sind auch die Main Producer des Albums, weil die liest du überall. Zino enttäuscht nie. Tust du so, als hätten wir uns nie gesehen? Ich bin high, schlafe ein Jötem, weil ich weiß, dass der Schmerz mich morgen wieder tötet. Wer kennt die Strafe der Liebe? Das ist auch krass, ne? So, wenn man sich wieder sieht, tust du so, als hätte man sich nie gesehen. Ja, Digga, tut weh. Kennt ihr das, wenn ihr alte Kollegen oder so trifft oder von der Schule oder so und dann so Leute cool sind und einfach so an die vorbeigehen so? Gibt ja immer die Coolen. Gibt immer die Coolen. So, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn ich auch so Leute mal sehe, die schon richtig, richtig lange her ist, ne, und man eigentlich nie richtig Kontakt hatte, denen sage ich auch nie Hallo. Aber wenn Leute da sind, mit denen man sehr eng war früher auch, dann sollte man sich doch grüßen, Digga. Tötet. Wer kennt die Strafe der Liebe? In einer Stadt voller Diebe, die mit dem Feuer spielen. Wer führt dein Leben ohne Fehler? Wer führt dein Leben ohne Fehler? Seine Stimme passt eigentlich gar nicht gerade zum Beat, ne? So, wer führt dein Leben ohne Fehler? Und der Beat so, das passt irgendwie nicht. Das ist ein riesen Kontrast irgendwie. Aber dennoch finde ich diesen Kontrast gerade geil. Das ist natürlich bewusst so gemacht. Versteht ihr, wie ich das meine gerade? Kurdo müsste eigentlich so machen. Aber er macht, befühlt dein Leben ohne Fehler. Und der Beat ist aber voll ruhig. Aber dieser Kontrast, der passt. Hab mich verletzt an eine Rose aus dem Garten der Favelas. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. So ein Ticken mehr gesungen wäre das geil. So ein Ticken mehr gesungen wäre das noch geiler gewesen, finde ich. Ja. Okay, dann hören wir mal noch letztes Mal die Hook. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Okay, neigen uns dem Ende zu. Aber irgendwie stört mich diese Hook nicht. Klar, es haut mich nicht so ganz um. Aber es passt irgendwie. Ich manchmal, ganz selten aber, wenn in einer Hook nur das Gleiche gesagt wird, manchmal, in ganz wenigen Songs, stört es mich nicht. Hier stört es mich nicht.
ich finde es auch nicht krank gut, aber es passt auch, es passt doch. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Bye bye Hayati. Hätte Kurdo noch so beim, wie zum Beispiel, er sagt ja Awimbawe, Awimbawe, Awimbawe. Beim dritten Mal sagt er das so ein bisschen so tiefer, ne? In der Hook. Und hier hätte der das auch machen können. Bye bye Hayati. So ein bisschen vielleicht höher und dann runter. So ein bisschen stimmlich Wechsel wäre geil gewesen. Weil er betont es bei jedes Mal gleich. Aber dennoch ist ein guter Song geworden, finde ich. Von daher gehen wir rüber zu Almas Musik. Hat man ja auch mit Q geschrieben damals. Wo ist dieses geile Almas-Intro? Almas. Hä? Was ist das denn für ein Latino-Beat? Was kommt jetzt auf uns zu? Junge, 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 der Beat hört sich vielversprechend an. Bin mal drauf gespannt, wenn ich schon die Blasinstrumente höre. Die Trompeten und keine Ahnung was alles. Nee, war das eine Trompete, ein Saxophon, ich weiß es nicht. Stern leuchtet, wenn ein Traum platzt. Viel zu weit entfernt von den Lichtern der Hauptstadt. Einer bleibt, einer haut ab. Aus dem Viertel, die Shader gebaut hat. Ich stopp nochmal. Junge, was sind das für Instrumente? Was sind das für Instrumente? Ich hab nochmal kurz gestoppt vor den Drums. Ich kann es gerade noch gar nicht zuordnen in eine Richtung, aber ich würde sagen, dass das hier in eine bewegliche Richtung gehen wird. Salam alaikum, komm, genieß mit uns das Elend. In der Stadt der Bibel, näher als am Leben. In der Nacht hörst du Stimmen von betäubten Stars. Träume versinken im Meer auf dem Weg nach Europa. Europa, wieder Europa. Er sagte ja so oft, auch damals immer in seinen Songs, Europa, weil sagt ja auch immer, ne, der, von Asylheim in die Charts, ne, Kurdo, bester Typ, ich bleib ein Ex-Asyl, ne, und alles, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu, ne, aber, hier diese, weil ja von denen aus dem Orient, aus Nicht-Europa, aus, Kriegsgebieten, die sagen alle Europa, die sagen nicht Deutschland, Italien und keine Ahnung was, Spanien, die sagen Europa, größter Traum, Europa. So. Aue. Kein Platz im Schatten der Sahara. Verflucht sei der König, verflucht sei sein Palast. Zu viel Bilder, die ich male. Okay, jetzt rappt er so ein bisschen von Königreich, Absolutismus. Was geht jetzt ab? Bin mal gespannt, wo die Reise hingeht, lyrisch. Wo das alles hingeht. Ich höre ihm ja sehr, sehr gerne zu. Ich finde, Kurdo kann man sehr gut zuhören. Sehr, sehr gut zuhören. Okay. Weil er labert auch nicht so scheiße wie jeder einfach 0815, wo das einfach immer die gleiche Scheiße hingerotzt ist, wo du keinen Bock mehr hast zuzuhören. Die Schmale in meinem Kopf auf einem anderen Plane. Sterne leuchten am Himmel auf die Stadt, die verflucht ist. Geiler Beat. Geiler Beat. Sino Beats und Erdem ist auch wieder am Start. Ey, hammerhart. Immer wenn ich Sino Beats lese, Digga, meine Augen fangen an zu funkeln. Geil. Ich hoffe, Kurdo macht jetzt nicht wieder diesen 2 Jahre, ich bin weg, sondern er gönnt sich kleine Pause, aber kommt dann direkt wieder. Schau hoch, hab rote Augen, bin vergiftet, spiele Musik. Alte Tränen, der Toten tropft auf Schön. Er macht wirklich aus jeder Beat-Richtung macht er seinen eigenen Style. Zum Beispiel der Beat hat jetzt so was Weibiges und alles, aber er macht trotzdem so was Deepes drauf. Er macht trotzdem was Deepes draus. Er macht aus beweglichen Melodien, kann er was Aggressives machen. Er kann was Deepes draus machen. Er mixt das so gut, ne? Von Gucci. Such einen Ausweg in der Nacht mit Dieben, Mamas Cosi. Die Sonne sinkt. Die Lichter brennen. Ich finde dieses ist doch Schnipsen, oder? Ja, ich finde das richtig passend. Ich finde das gerade richtig passend. Jedes verfickte Mal sind Kurdos Beats einfach alle anders. Alle nicht Standard, alle nicht Mainstream. Drama, den Nachgeschmack gibt's geschenkt. Acht Dinge, wir rannten vom Schicksal weg. Und jetzt versüßen wir das Leben mit einem Prank, das bitter schmeckt. Eine Träne fließt. Ach, Dünja, ach, die Welt. Man merkt auch echt, wie
wie viel er auch erlebt hat, weil er immer so von Negativität auch rappt. Von Negativität rappt er auch. Also es zeigt mir immer, wie viel er so durchgemacht hat, wie viel ein Künstler durchgemacht hat. Und das glaube ich ihm, Alter. Das glaube ich ihm, weil der authentisch ist. Eine Träne fließt unter der Casa. Bye bye, rest in peace Mufasa. Die Welt ist schön, doch sie hat uns nicht verziehen. Und deswegen tanzt sie schön bei Vollmond mit dem Biest. Coole Line, auch die Mufasa-Line. Digga, wer hat nicht da Gänsehaut bekommen? Wo Simba versucht, Mufasa zu halten, aber Scar irgendwie die ganze Hyänen geschickt hat. Der Film hatte irgendwie voll die Message, Digga. Einfach deine eigene Familie hat dich verraten. Und mit dem Biest, ein letzter Tanz zwischen Hölle und Paradies. Wir lachen wieder nach dem Krieg, alles bleibt hier. Keiner stirbt als Dieb. Das ist so eine Message, was er uns hier vermitteln will auch, ne? Das ist echt krass. Kurto bringt sehr, sehr viel so Message rüber. Sehr, sehr viel Message auch. Ich, Leute, sorry, dass ich mal so früh auf Pause drücken muss, aber ich will nicht, dass das Video gesperrt wird. Fick die Welt, wer hat uns schon geliebt? Bin verliebt in das Böse, denn das Gute hat mich getötet. Und jetzt sing ich im Rausch über Drama. Auch hart, ne? Auch jede Line ist so hart gerade. Jede Line ist hart. Bin verliebt in das Böse, weil das Gute hat mich getötet. Und jetzt rapp ich vom Karma, hat er, glaube ich, gesagt. Im Rausch über Drama. Waren es böse Augen oder war es Karma? Achso. Viva la muerte. Digga, auch seine Stimme, ne? Er macht die ganze Zeit, er rappt die ganze Zeit so. Und jetzt bin ich verliebt in das Böse. So diese flüsternde Stimme von ihm. Passt richtig gut. Ey, passt voll gut zum Beat. Sterne leuchten am Himmel auf die Stadt, die verflucht ist. Rote Augen, bin vergiftet. Der ganze Song bleibt bei dieser Stimmlage. Der ganze Song. Ich find's gut, wisst ihr warum? Weil wenn Kurdo jetzt so einen stimmlichen Wechsel machen würde und so voll mit der Stimme rauskommen würde, finde ich, würde das den Vibe vom Song kaputt machen. Ich bin Freund von Wechsel, aber das würde den Vibe kaputt machen, ja. Spiele Musik. Alte Tränen, der Toten tropft auf Schöpfung von Gucci. Aber ganz ehrlich, da muss man nochmal Props an Sinno und Erdem raushauen. Erdem kenne ich gar nicht, habe ich jetzt aber oft bei Kurdo gelesen. Vielleicht irgendwie mit Sinno zusammen am Machen gerade. Stabil. Such einen Ausweg in der Nacht mit Dieben, Mamas Cosi. Junge, genieß einfach mal noch diesen Beat. Genieß noch einmal diesen Beat. Bei allen Rappern und Album-Reactions höre ich hier schon auf, so, ne? Ich hätte hier schon aufgehört, aber bei Kurdo höre ich noch einen Ticken vom Outro, weil die Beats besonders sind. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Hat mir gefallen. Letzter Song, Leute. Vegas. Bevor es losgeht, ich öffne kurz nochmal die, hier, das Album auf meinem Handy, weil, Leute, ich will gleich zu allen Songs, alle Songs mir angucken und ein Fazit machen. Deswegen. Zack, zack, zack. Mit ner Narbe vor der Stadt, die leuchtet. Wieder kein Plan, was mach ich heute? Du weißt ganz genau, was es bedeutet. Wer nach oben will, hat keine Freunde. Wieder Blutflecken auf dem Trikot. Mama fragt. Wer nach oben will, hat keine Freunde. Das ist auch eine harte Line so. Das erinnert mich irgendwie an ein Zitat so von Cristiano Ronaldo, wo er gesagt hat, damals, wo er alles gespielt hat, ne? Digga, mit der Mannschaft, wir haben nur Hallo, Hallo gesagt und auf dem Spiel haben wir einfach gut gespielt. Wir waren nicht irgendwie, er kam zu mir, ich ging zu ihm, wir haben so gefeiert. Nein, ich kannte alle gar nicht. Ich habe einfach nur, wir haben uns begrüßt und dann ging das Training los, das Spiel ging los, man hat gut gespielt. So, das hat mich gerade daran erinnert. Wo war mein Kalitus? Die Augen lügen nicht, Chico.
Habibi. Unterwegs mit den Jungs, die Papa verabschiedet, ich seh das. Es ist das, was sie machen für... Okay, jetzt ein bisschen schnellerer Song. Jetzt gerade so der letzte Song mit dem Song, voll den Kontrasten. Aber es ist gut, weil ein Album muss vielseitig sein. Ein Album muss vielseitig sein. Wir haben aggressive Songs auf dem Album gehabt, vor allem die Single-Auskopplungen. Wir haben so ein bisschen beweglichere Sachen gehabt, wir haben diepe Sachen gehabt. Das. Es ist das, was sie machen, für sie in die Hölle zu Shaitan. Egal, ich bin grad auf Wort gerettet. Diese scheiß Haram-Geld schmeckt gut. Du weißt, wie wir es machen, Mann, du kennst uns. Es ist besser für dich, wenn du wegguckst. Ich dachte mir so gerade, okay, Bruder, wo sind denn die aggressiven Songs von den 6 Stück hier? Aber dann fällt mir gerade auf, so, es gibt ja noch so 8, 9 Single-Auskopplungen. Und davon sind ja einige aggressiv gewesen, deswegen. Es fühlt sich wie ein Spieler, die Wolken werden lila. Stehende Pfütze mit den Sneakers, ich hab Streit mit Jamila. Wallah Billa, diese Stadt ist am Arsch, way way, jede Nacht ist... Kurdo und Jamila, Digga. Jedes Mal ist es bei ihm Jamila. Er macht nicht, erzählt nicht irgendwie 1000 Frauennamen auf, nein. Er hat immer nur die eine. Immer nur die eine. Das ist die von Halbmond, Leute, ich sag's euch. Gefahr, way way, jede Nacht ist Gefahr. Mach mir Geld als Gebete, Astaghfirullah. Erstmal Clown bei Edeka. Mach mir Geld als Gebet, Astaghfirullah. Kurdo hat er jetzt auch in dem letzten, ich weiß nicht, welcher Song war das nochmal, wo er sagt, Papa sagt, mach dein Gebet und ich rede mich irgendwie raus und alles. Da gab's, es war auch einer der neuesten Singles hier. Es war nicht mit Capo und auch nicht mit Angie, ich glaube, das war der Song da davor. Mit Sami und Reza. Dann wird Mama Sohn zum Täter. Es war Europa, nicht Las Vegas. Europa ist wieder am Start, Leute. Europa, ihr wisst Bescheid. Habe ich ja vorhin schon erklärt. Okay, dann hört sich das, dann sind wir, glaube ich, in der Pre-Hook, weil die Drums verschwinden ja immer gerne in Pre-Hooks bei Deutschrap-Songs, damit die Hook nochmal so an Wert bekommt, nochmal aufsteigt. Weil die Hook ist ja das, was bei einem Song am meisten catchen sollte. Erstmal Clown bei Edeka. Mit Sami und Reza. Dann wird Mama. Okay. Dann wird Mamas Sohn zum Täter. Ich sag mal so. Okay, wir haben jetzt nur die Pre-Hook gehört und ein Stück von der Hook. Lass mich noch ein bisschen weiterhören. Sohn zum Täter. Es war Europa, nicht Las Vegas. Wir sitzen in Mini Cooper auf dem Parkplatz von Mick. Junge, Mini Cooper. Da denkst du dir so, boah, der arme damals Mini Cooper, heute Benz oder so, aber so ein Mini Cooper ist auch scheiße teuer. Digga, die sind nicht billig. Viele denken, die sind billig und so, ne, weil die so, keine Ahnung, nicht krass aussehen. Aber die sind auch teuer. Platz von Mickes, diese Stille fickt mein Kopf, als würden wir beide was verstecken. Sie schaut mich an, ich guck weg. Ich will nicht, dass sie meine Narbe sieht. Sie sagt, ist okay, das passiert, wenn man auf der Straße spielt. HBB. Auch krass. Auch sehr, sehr krass gerade. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht jetzt. So partstechnisch, wie gesagt, ist mir voll aufgefallen, jetzt auch bei dem Album, wie gerne man Kurdo zuhört. Das ist wirklich eine Erkenntnis aus dem Album von mir, so die ich gemacht habe. Man hört ihm echt gerne zu. Man kann ihm gut zuhören. Er ist auch verständlich und alles dies, das. Wenn man auf der Straße spielt, HBB. Es fühlt sich gerade gut an. Die Welt kriegt mein Wut ab. Mache Liegestützen im Hochhaus, so wie Sensei Iruka. Keine Fuffis mehr, Reihe. Okay. Geh ich doch mal hier einen Ticken zurück. Beat ist wahrscheinlich auch von Sinno und Erdem, ne? Nein, Digga, diesmal nicht. Ich war schon klar, der Beat hat mir eh nicht gefallen. Spaß. Danny Beats und Klack. Spricht man es, glaube ich, aus, ne? Und Jan hat wieder Mix Mastering gemacht, okay. Die Fuffis mehr Reihe. Die Kleinen sind jetzt groß und schieben Dom. Fick das Radio, fick die Reichen. Sie haben uns nie gewollt. Schwarze Haare, schiefe Nase, miserabel. Schöne Aufzählung, ne? Schöner Flowwechsel und Stimmwechsel auch so ein bisschen. Hat gut gepasst. Passt gerade gut irgendwie. Leute, wir neigen uns am Ende zu krass. Dann sind wir auch mit noch einem Album, sind wir dann fertig. Ich hab das Album gerade vor mir, Leute, so. Schiefe Nase, miserabel, immer zu Glarkost. Ich wollte nur Gold, es wurde Platin. Kurdo Army, arigato. Nein, ich komm nicht runter, so wie King Kong Unga. Nein, ich komm nicht runter, so wie
King Kong Unga Unga, manchmal diese Sachen, die er so machte, ja. Anders, ganz, ganz anders. Wie viele Songs hat das Album? 15? Ja, 15 ist okay, 15 ist noch okay. Ich finde so 12 ist wenig. 13, ab 14 Songs mindestens sollte ein Album haben. 13, 14 Songs mindestens. Nicht so verwundert, wir sind nur kriminell bis Juba. Erstmal Clown bei Edeka. Mit Sami und Reza. Hört ihr die Pitch-Stimme gerade, so ganz leise in der Pre-Hook, hört man die. Ich bin sehr, sehr Fan von Pitch-Stimmen in einem Beat. Kann Kurt auch gerne mal in einer Hook ein bisschen lauter und alles machen, dies und das. Zum Beispiel bei Hayati hätte das, glaube ich, gepasst, so eine Pitch-Stimme, die das gesagt hätte. Gepitchte Stimme. So hoch. Das hätte, glaube ich, gepasst. Dann wird Mama Sohn zum Täter. Es war Europa, nicht Las Vegas. Erstmal Clown bei Edeka. Boah, Digga, ich glaube, das ist das letzte zweimal oder so noch. Irgendwie traurig. Jedes Mal so ein Album geht vorbei, alles okay. Ich sag, Leute, das war's mit dem Album. Aber so Kurdo ist so, Digga, das ist so unsere Kindheit gewesen. Mit dem bin ich irgendwie so groß geworden, Deutschrap-technisch. Klar, ich habe nicht angefangen, Kurdo zu hören, Deutschrap zu hören mit Kurdo, aber das war so seine Hype-Phase, war die geilste, finde ich. Da habe ich irgendwie die geilsten Erinnerungen auch von. Mit Sami und Reza. Dann wird Mama Sohn zum Täter. Es war Europa, nicht Las Vegas. Okay. Ja, Leute, sind wir durch, ne? Sind wir durch. Sind wir durch. Ah, ja. Schreibt, wie gesagt, jetzt mal rein, was euer Favorite ist. Ich überlege noch mal ganz kurz, welche Songs ich. Warte mal. Warte. Einer der besten Beats auf dem Album, wenn nicht der beste Beat. Ah. Es war Europa, nicht Las Vegas. Okay, also, ne, Nike Kapitiv, was war das für ein Beat? Hat mir richtig gut gefallen, einer meiner Favorites auf jeden Fall. Bei Miserabel fand ich die Hook irgendwie geil. Kapitiv wegen Kamera. Ne, weil die Parts gingen ab, auf einmal kommt da so eine Hook mit so einer Gitarre rein. Der Song hat mir auch vom Aufbau her gefallen. Auem Baue mit Capo. Der Song fand ich war okay. So Butterfly mit Angie war geil. Angie fand ich okay. Aber Kurdos Hook und Part war einfach Baba. Hat mir richtig gut gefallen. Weiße Teer in Sneaker war auch geil. So die letzten Songs. Die waren auch gut. Die waren auch gut. Also kein Song bis jetzt, den ich irgendwie scheiße fand. Bei Hayati die Hook hab ich so ein bisschen kritisiert, ne? Aber im Großen und Ganzen, wir hatten aggressive Songs auf dem Album, haben wir. Wir haben deepe Songs gehabt. Wir haben so ein bisschen beweglichere Sachen mal von Kurdo auch gehabt. Von daher hat irgendwie alles gepasst. Was mir aber dennoch auch am meisten gefallen hat, dass er immer noch der gleiche geblieben ist. Und inhaltlich einfach, hört ihr Elfter Stock Sound an und hört ihr Miserabel an. Und du wirst zu mir kommen und sagen, Bruder, wie kann sich ein Rapper nicht verändern? Mit der Zeit, mit dem Hype, mit dem Trends? Nein. Das war dem alles scheißegal. So, von daher, das ist ein meiner Meinung nach gelungenes Album geworden. Hat mir gefallen. Ich habe da auch meine Favorites, wie gesagt. Habe ich ja schon gerade ein bisschen was gesagt. Das war's. Ich hoffe, euch hat die Reihe hier gefallen. Wir haben ein Kapitel hier von Kurdo beendet. Ich freue mich auf die Zukunft. Das war's. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.